Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Against the Storm, meine lieben Freunde. Es geht wieder weiter hier in unserer Prestige 5 Mission. Wir stehen ganz gut da, würde ich sagen. Die Ungeduld ist gering, unser Reputationsbalken ist sehr hoch. Also, es läuft, auf gut Deutsch gesagt. Wenn sie was ich gerne hätte, wäre ein Regenwasser, ein Nieselregenwasser-Geysir. Das muss ich zugeben. Wir haben leider nur Sturmwasser überall. Hier ist auch nochmal Sturmwasser. Hier die Blutblume, da brauchen wir mal Leute, die da irgendwie mal wegjagen. Wir müssen sowieso nochmal Leute hier akquirieren in 4 Minuten. Aber alles in allem sieht es auf jeden Fall ganz okay aus. Kriegen gerade ordentlich Reputation, weil hier Menschen und Harpien jeweils auf blau sind. Das ist natürlich gut. So, das ist die letzte Chance. Das ist die letzte Chance hier, die uns verwehrt bleibt. Außer wir kriegen nochmal 30 Gold. Wir haben zu wenig Bilder. Deswegen werden hier die scheiß Straßen nicht gebaut. Was heißt das hier? Das heißt, dass ich das Ding anhab, ne? Ja, jetzt geht's auch gerade runter tatsächlich mit dem Holz. Wie kann das eigentlich sein? Hab doch alle Holzfälle aktiv. Oh, ich habe das auf 3. Was habe ich das denn auf 3? Jetzt sind die Menschen leider nicht mehr so auf blau. Die HP nur ganz knapp. Das ist traurig. 30. Gut, jetzt machen wir erstmal so Holzlager ein bisschen auffüllen. Die Frage ist auch, so, ich muss das jetzt hier mal machen, sonst haben wir hier. Wann kommen die denn? Ach, scheiß doch drauf, jetzt macht das ein Mensch. Aha. Und ein Minenbiber. Ja. Ehe uns das jetzt hier noch um die Ohren fliegt. So, hier haben wir jetzt Platz geschaffen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier die beiden kleinen Lichtungen können wir holen. Dann, wo ist der vierte? Der ist hier. Dann haben wir da noch massig kleine. Hier ist noch eine größere. Holen wir die. Ist der Werkzeugladen hier? Ja, warum nicht? So, der Sturm ist coming. Aber guck mal, selbst, wir verbrennen zwar, aber wir haben keine rausgeholt. Keine Holzfäller, die hacken weiter. Okay, wir brauchen kein läuterndes Feuer mehr erstmal. Jetzt ist natürlich die Frage, brauche eigentlich auch keine Bretter mehr. Zumindest nicht so viele. Was mit diesen scheiß Keksen ist, ey. Wir kriegen 5 Kekse die Minute plus 2 Bäckereien, die wirklich nur darauf aus sind, scheiß Kekse herzustellen. Und trotzdem reicht die Scheiße nicht.
Was ist mit denen? Können die mal kommen jetzt? Ich brauche die. So, ich soll jetzt mal bauen. Und wir brauchen natürlich dann jetzt noch neue Häuser. Zwei Menschen. Ach Gott, wir haben aber bald keinen Platz mehr einfach. Biber. Ja, das heißt bald, ne? Eigentlich jetzt schon. Crazy. So, jetzt werden hier ansatzweise mal die Straßen gebaut. Jetzt haben wir nur das Problem. Wie machen wir jetzt hier weiter? Wir haben halt keine Trinkschläuche. Alter, schon minus 625 Feindseligkeit. I love it so much. Ey, du kriegst eine Kupferbarren auf 1. Was soll diese verdammte Fick-Scheiße? Das verstehe ich nicht. Und auch, dass wir jetzt hier 7 Bilder haben, aber irgendwie nichts passiert. Wir müssen unser Straßennetz jetzt einigermaßen. Aber wieso wird hier nichts gebaut? Weiß nicht, was meine Bilder da so machen. Auf jeden Fall nicht arbeiten. Ich glaube, dass wir jetzt gleich noch mal ein bisschen was versuchen, hier die über die Schwelle zu bringen. Haben wir 15 Haken da? Wo sind sie? 16, okay. Dann haben wir das hier. Noch ein Rundstein. Brauerei. Gut. Das ist sehr gut. Das heißt, Biero und Freizeit müssten wir tatsächlich aber erstmal auch noch einen... Scheiße, ich habe gar kein Freizeitgebäude, fällt mir gerade mal auf. Oder ist Markt... Wir haben doch den Markt, glaube ich, mal bekommen, oder? Hier ist da Freizeit, Luxus und Behandlung. Ja, leck mich doch am Arsch. Luxus ist Wein, das haben wir jetzt nicht. Das heißt, schmelzen oder ist nix. Was hast du für mich? Aha. Nochmal hier 17. Nimm Holz. Nimm das scheiß Holz. Zack. Pochwerk. Auch wieder auf 1. Was soll das? Aber Keramik auf 3. Das ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, weil wir dann einfach unsere Sachen in der Keramikschmiede hier machen. Was soll das denn? Nö. Das ist nicht schlecht.
So, jetzt haben wir natürlich nichts mehr, egal. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt Bier. Jetzt brauchen wir nur noch die Schenke oder sowas. Das scheitert halt an diesen fucking Diensten. Einfach weil ich kein scheiß Pigment habe. Das ist doch nervig. Bringt mir alles nix. Gar nix. Ich brauche 35 Gold. Hilft ja nicht. Ich verstehe nicht, warum diese Häuser hier nicht gebaut werden oder so langsam. Nur jetzt geht's mal los. Ja, wo kriege ich jetzt gerade mal das in Blau her? Also, ja, ich bräuchte halt entweder Pigment oder Keramik können wir jetzt machen. Nur gucken, wahrscheinlich brauchen die Lehm, haben wir aber genug da. Das ist kein Problem. Das Bier, ja, das Bier, jetzt sind wir hier beim Bierbrauen, das wird ja gar nicht verbraucht. Das ist halt dumm. Das habe ich aber auch gar nicht am Schirm gehabt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Alles doof. Alles doof. Was ist jetzt eigentlich das Problem? Habe ich zu wenig? Nee. Das reicht nicht ganz, um die da hinzubringen. Kann ich eigentlich Kohle machen? Ziegelofen, ne? Im Ziegelofen könnten wir auf Level 1 zumindest Kohle machen. Ich kann halt gerade nicht gewinnen, weil ich keine Dings einschmelzen kann. Ah, warte mal, das ist vielleicht nicht verkehrt. Es steht zwar komplett beschissen hier unten, aber egal, dann können wir zumindest mal das Schreibzeug da machen. Das bringt vielleicht was. Irgendwie komme ich gerade nicht so weiter, wie ich das wollen würde. Gut, jetzt können wir hier theoretisch auch noch Kupferbarren zu einer richtigen Kackrate machen, aber wir können sie zumindest machen. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Frage ist, ob ich dann noch ein Pochwerk baue.
Oh, dann lieber nicht. Oh, hier, jetzt Pigment. Was kostet Pigment nochmal? Bestimmt wieder irgendein Scheiß, ne, den ich nicht hab. Pigment. Ah doch, das habe ich. Da müsste ein Apien rein. Wie viel Kleidung? Kleidung habe ich nicht so viel. Aber... nehmen wir halt Menschen. Kriegen wir das auch schon irgendwie hin. Das heißt, wir können dann demnächst Schriftrollen herstellen. Heißt, wir haben das Bedürfnis nach Schreiben, nach Bildung. Hätten wir dann. Damit. Ach, warte mal, hier, warte, das ist besser. So. Hier können wir erstmal tatsächlich lassen. Würde ich fast sagen, oder? Haben wir eh genug? Wobei, wir haben wahrscheinlich genug. Getreide und Mehl und den ganzen Gelöt. Dann haben wir schon mal Biervorrat. Ist ja nicht verkehrt. Ist ja nicht verkehrt. Wieder so ein Totem hier. Hallo. Ach, guck mal. Nieselregen. Ja, das können wir easy mit Bier machen hier. Vielleicht noch bis nah am Sturm mit warten. Denn so ein bisschen opfern, das finde ich nicht verkehrt. Komm, dann nehmen wir jetzt noch einmal Leute. Allerdings werden die obdachlos sein. Ich wüsste nicht. Ich kann die ganzen Gebäude hier halt auch nicht verschieben. Verflügt. Scheitert es an einem oder zwei Gebäuden. Ist da alles nicht drin. Hätte ich das mal eins nach da gemacht, weißt du? Nee, habe ich aber nicht. Egal, müssen ja nicht alle ein Haus haben. Gildenhaus. Luxus, ja gut. So, Pochwerk legt los. Das heißt, wir kriegen jetzt auch Keramik an den Start. Wo ist das Zeug? Da unten. Was ist mit der Pumpe hier? Die ist auch fertig. Ach, scheiße. Wir haben keine scheiß Essenz. Das geht ja auch nicht.
Oder die Essenz ist natürlich nicht so gut Wasser lecken, sag ich mal. Boah, ich will das jetzt einfach nur noch irgendwie gewinnen hier, Mann. Hört doch mal auf. Was ist denn, wenn ich... Ja, kriege ich nur Rohre wieder, ne? Keine Essenz. Das ist natürlich schlecht. Ah, kriegen wir noch einen Grundstein. Alles Schrott. Das ist alles Schrott. Nehme ich lieber Geld. Alter, meine Fresse. Aber hier gibt's Freizeit im Kloster. Dann nehme ich jetzt dieses beschissene Kloster. Das Problem ist, ich kann es gar nicht hier in die... Ich reiß die jetzt erstmal ab. Müsste drin sein, ne? Und eine scheiß Karpie hat kein Zuhause. Aber okay, gut, jetzt okay, Kloster, was hat das? Feindseligkeit um 100. Mein Gott. Aber jetzt haben wir zumindest Bier. Das heißt, das hier geht jetzt hoch. Das wiederum, jetzt müssen wir mal gucken mit den Schriftrollen. Haben wir jetzt schon Pigmente da? Where are they? Da, 20. Das heißt, wir kriegen jetzt aus einem Pigment 8 Schriftrollen. Das heißt, gleich ist auch die gute alte Schrift, also die Bildung, verfügbar. Dann müssen wir mal schauen, wie das hier aussieht. Jetzt sind die Menschen sind blau, also wir kriegen schon mal ein bisschen Reputation. Wir haben kein Getreide mehr. Wir haben auch sehr viel Mehl. Ach so, warte mal. Wir haben jetzt Nieselregenwasser. Bedeutet, wir sollten die Keksproduktion mal anschmeißen. So. Zack. Hier auch. Und hier auch. So. Aha. Jetzt sind die Biber auch auf blau.
Und wir haben gewonnen mit 2690. Prestige 5. Nice. Das habe ich am Anfang auch nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Weil wir hatten diese Modifikatoren, haben mir richtig Angst gemacht. Aber wir haben es durch den Tempel mal wieder geschafft und durch viel Holz die Feindseligkeit unten zu halten. Wir haben ihn gerade auf 1. Das ist natürlich krass. Obwohl wir ja im Jahr, was ist das, 11? Ich kann doch diese Zahl nicht lesen. Ja, nice, Leute. Sehr, sehr nice. Dann gehen wir nochmal auf die Weltkarte, gucken mal, was jetzt Sache ist. Geil. Okay, wir sind da und haben auch noch Zeit. Hä? Ich hab diese Scheiße. Fragmente nicht. Wie kann das denn sein? Leute, wie kann ich denn die Fragmente nicht haben? Geht das? Das geht. Jetzt ist diese ganze Scheiße völligst umsonst gewesen. Der ganze Zyklus ist umsonst, weil wir diese Scheiße nicht haben. Kann ich die noch irgendwo kaufen? Was ist das hier denn eigentlich? Es gibt aber keine hier Dinger, ne? Gesamte Spielzeit 7 Stunden? Kann das sein? Das kann doch nicht sein. Ist das dieser Zyklus? Das ist auch zu viel, oder? Rallyschnitt. Ja, was mache ich denn jetzt? Das reicht ja nicht für noch eine Stadt, oder? Plantage als Verladungsbonus. Das machen wir mal. Ja, Leute. Das ist ein Spielverlauf hier, verstehe ich aber wirklich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ab wann ist dieser Spielverlauf? Keine Ahnung. Tja. Wir haben nicht auf dieses Scheiße hier geachtet, dass ich auch 20 Siegelfragmente brauche. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es wären 12. Ich hatte irgendwie 12 im Kopf. Aber das ist es nicht. Tja. Dann
bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt hier den Zyklus zu beenden. Weil, was, wir kriegen das Silbersiegel ja nicht. Was soll das denn? Richtig dumm. Es waren halt zu wenig Siedlungen. Ich habe dadurch diese... ein Ereignis, das hätten wir nicht machen sollen. Scheiße. Wohin gehen wir? Nach unten oder nach oben? Oh, hier gibt es zwei. Zwei Ladungsdinger. Was ist da der Malus? Du keine Spezies. Du kannst aus einem weniger Grundstein wählen. Ach du Scheiße. Die Mönche der Heiligen Flamme sind ein fanatischer. Du kannst den Verbrauch nicht verbieten oder eine Spezies bevorzugen. Das ist ja alles Scheiße. Was ist Prestige 6? Gebäude kosten mehr. Ach du Scheiße. Karawane ist hier safe D. 10, wobei es sind auch nur 8, aber mehr Teile direkt. Frage ist halt, ob ich auf Prestige 6 spiele direkt. Also ich habe keine Verbrauchssteuerung. Ein weniger Grundstein. Keine Spezies bevorzugen. Und Gebäude kosten mehr. Das ist ja, irgendwann ist das egal. Aber am Anfang ist es einfach richtig beschissen. Aber egal, versuchen es jetzt. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Wir gehen aber schon mal rein. Gucken uns noch die... Wollen wir mal in der nächsten Folge. Ich sage Tschüss, macht's gut. Euer Marie. Da gucken wir uns die Modifikatoren an hier. Alter Scheiße, ist das alles rot. Ciao, Leute.